Oh, was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video und heute mit einem News Video, denn es gab heute einen Patch und da wurde auch gleichzeitig ein neues Feature eingeführt, das dazu führen kann, dass ihr Gear verliert, wenn ihr nicht aufpasst. Legen wir los. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also wirklich vorsichtig sein, denn hier geht es ein bisschen zur Sache. Sie nennen das ganze Feature Anti-RMT-Feature, was so viel bedeutet wie gegen Real Money Trading, also Echtgeld handeln in Tarkov. Real Money Trading ist leider ein Haupttreiber für Cheater in Escape from Tarkov, denn damit lässt sich richtig viel Geld verdienen. Also Leute, die, sagen wir mal, eine Red Rebel oder was ähnliches auf eBay verkaufen und das dann Spielern im Spiel übergeben. Wie solche Händler natürlich an diese Items rankommen, sollte jedem klar sein, zumindest in der Menge, die sie brauchen, um damit Geld zu verdienen. Das große Problem ist, dass bis so jemand mit seinen Hacks detected werden kann, dass der wieder genug Geld gemacht hat, um sich dann problemlos die nächste Standard-Edition für Tarkov zu kaufen und dann das Ganze einfach von vorne macht. Und somit ist das ein Pool an Cheatern, der ja so gut wie gar nicht einzugrenzen ist. Und das fördert natürlich zum einen die Cheat-Entwicklung und zum anderen die Cheat-Nutzung. Und deshalb ist erstmal gut, dass man was gegen Real Money Trader machen möchte. Der Weg, der jetzt hier gewählt wurde, ist, dass man hergegangen ist und die Items, die am häufigsten für Real Money Trades verwendet werden, davon ausgeschlossen hat, im Raid hingeworfen zu werden und aufgenommen zu werden. Also wie machen sie das Ganze jetzt? Sie schreiben, dass sie einige Items, die nicht den Found-in-Raid-Status haben, dass man, sobald man sie hinwirft, dass diese Items dann zerstört werden. Ich zeige euch gleich, wie das In-Game aussieht. Nehmen wir mal an, wir hatten gerade die Red Rebel Axe als Beispiel. Ich möchte einem Kollegen eine Red Rebel geben. Diese Red Rebel habe ich irgendwann in einem anderen Raid gefunden. Wenn ich sie dann mit in den neuen Raid nehme, hat sie diesen Found-in-Raid-Status nicht mehr. Dann werfe ich ihm meinen Rucksack hin, wo die Red Rebel drin ist. Dann bekomme ich erstmal eine Warnung. Vorsicht, in deinem Rucksack ist ein Item, das nicht hingeworfen werden darf. Wenn du es trotzdem tust, verlierst du dieses Item. Und sobald ich dann diese Warnung ignoriere und es hinwerfe, ist die Red Rebel aus dem Rucksack verschwunden. Mein Kollege kann die nicht aufnehmen und ich persönlich bekomme sie auch wieder nicht zurück. Das Ganze gilt nicht nur für die Red Rebel Axe. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wofür das alles gilt. Also für Geld, dann haben wir alle Barter-Items mit wenigen Ausnahmen, die hier unten gelistet sind. Schlüssel und Keycards, Container, spezielle Armbänder, Info-Items, spezielle Melee-Waffen. Also Red Rebel hier jetzt genannt, die Miller Bros Blade M2 Tactical. Also so die beliebtesten, wenn man so möchte. Dann gibt es hier eine kleine Ausschlussliste. Items, die zwar restriktiert sind, aber in einem gewissen Umfang hingeworfen werden dürfen. Das wäre zum einen mal Rubel, 20.000 an der Zahl. Golden Neck Chains, 3 Stück maximal. Gunpowder Kite, auch maximal 3 Stück. Also das blaue Gunpowder müsste das sein. Dann 2 Toolsets. Die Roller Submariner, Gold Wristwatch, 1 Stück. Paracord einmal, Silicon Tube einmal und Injektoren, aber jeweils nur eins. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen SJ6 zweimal hinwerfen möchte, dann verschwinden die. Ich glaube, wahrscheinlich verschwindet nur eins. Wir checken es gleich mal auch. Ja, das ist, wie ihr schon euch vorstellen könnt, jetzt nicht nur ein Problem für Real Money Trader, sondern auch für die Spieler an sich. Wir werden quasi alle so ein bisschen dafür bestraft, dass es diese Leute gibt. Wenn ich jetzt einem Kollegen helfen möchte, ich möchte ihm ein bisschen Geld zuschieben oder ein paar Items, die er noch für seinen Hideout oder für Missionen braucht, hinschieben, dann kann ich das nicht mehr. Zumindest ein paar spezielle Items. Was ich machen kann, zum Beispiel die Golden Neck Chain dreimal. Es gibt ja die Mission, wo man an mehreren Orten 3 Neck Chains platzieren muss. Dann könnte ich das tun. Ich könnte meinem Kollegen diese 3 Stück mitbringen. Die kann er dann verwenden. Ja, aber für viele andere Items gilt es halt nicht mehr. Waffen und so weiter sind Gott sei Dank nicht inkludiert. Also die könnte man weiterhin hinwerfen. Jetzt ist so die Frage, was man davon hält. Zum einen, wie vorher gesagt, positiv, dass man was gegen die Real Money Trader macht. Das andere Problem ist, dass wieder alle drunter leiden.
Gibt es eine andere Möglichkeit, das zu regeln? Fällt mir jetzt im Prinzip keine wirklich ein. Ja, weil Real Money Trader verhalten sich wie normale Spieler, ne? Die bekommen über eBay oder andere Plattformen ihren Auftrag. Hier, ich möchte das Item kaufen, dann treffen die sich zusammen, der eine wirft es dem hin und dann ist das Thema erledigt. Ja? Und wie gesagt, das fördert leider Hacks ungemein. Die wenigsten Hacker sind wirklich Spieler, die euch einfach nur auf den Sack gehen wollen, sondern wirklich Leute, die damit richtig Geld verdienen. Und die unternehmen natürlich vieles, um irgendwelche Anti-Cheat-Vorkehrungen zu umgehen, beziehungsweise wenn ihr Hack mal detected wurde, was Neues zu entwickeln. Und das Problem ist, dass sie das auch weiterhin tun werden. Also sie werden wahrscheinlich auch wieder Wege finden, um doch irgendwie den Leuten in Kohle zukommen zu lassen, was jetzt nicht über Items geht. Die werden da kreativ sein. Werden wir sehen, was sich daraus ergibt. Ich werde euch das Ganze jetzt einmal ganz kurz in-game zeigen, wie das ausschaut. Vorher will ich aber noch mal ganz kurz auf meinen Partner YFood hinweisen. YFood bietet wahnsinnig leckere Trinkmahlzeiten, mittlerweile aber auch Riegel, wenn ihr was zum Kauen braucht und sogar Hot Bowls, also was Warmes zum Essen, wenn ihr darauf steht, alles super schnell zuzubereiten. Die Drinks natürlich sofort fertig, einmal schütteln, trinken und gut ist. Ich persönlich habe sie wahnsinnig gern auf dem Weg zur Arbeit gegessen, lieber ausschlafen als frühstücken und dann im Auto so ein Fläschchen trinken oder zurzeit nach dem Sport als kleiner Proteinschub. Und um mich über den Stream nach dem Sport satt zu halten. Das Coole ist, ihr bekommt gerade die Probierpakete für die Getränke versandkostenfrei. Die in den Flaschen, dann das Pulver und auch die veganen Varianten in Flaschen gibt es versandkostenfrei. Hier in dem Fall für 17,95 und mit meinem Code TOTALLYAGGRO 10 gibt es auch nochmal 10% Rabatt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, dann schauen wir mal, wie das im Spiel aussieht. Wir haben hier gerade eine Red Rebel in meinem Rucksack. Wenn ich diese Red Rebel jetzt einem Kumpel hinlegen wollen würde, dann erscheint diese Meldung. Athenion. Bisschen verenglischt. Next items will be irrecoverably lost. Also die folgenden Items nehme ich an. Red Rebel Ice Pick. Und jetzt könnte ich sagen, ich möchte sie trotzdem hinwerfen, dann wäre sie weg. Oder ich möchte sie nicht hinwerfen, dann wäre sie nicht weg. Das gleiche gilt auch, wenn ich den kompletten Rucksack oder auch so ein Rig hinwerfen möchte, wo sowas drin ist. Also jetzt den Rucksack hier hinpfeffern, dann kommt die gleiche Meldung. Wir werfen das Ganze also mal auf den Boden. Und wenn ich jetzt in meinen Rucksack reinschaue, dann sehen wir, die Red Rebel ist verschwunden. Ich kann den Rucksack auch wieder aufnehmen, aber die Red Rebel ist weg. Das Ganze jetzt eben offline, also Gott sei Dank ist sie nicht weg. Wichtig jetzt noch zu wissen, solltet ihr so einen Item im Rucksack haben und damit sterben, dann ist es auch weg. Ich weiß nicht, wie es ist mit Versicherung. Das war aus dem Text nicht rauszulesen, aber Sachen, die in eurem Sicherheitscontainer sind, die bekommt ihr auf jeden Fall mal wieder. Darauf haben sie hingewiesen, weshalb sich vermuten lässt, dass das möglicherweise auch mit Versicherung nicht zurückkommt. Aber das muss dann die Zukunft zeigen. Ich glaube, wir müssen da mal einen kleinen Test machen. Das braucht allerdings mal einen Tag bis anderthalb, bis dann meine Versicherung wieder da ist. Aber ja, so ist die Situation halt gerade eben. So, jetzt wollten wir noch schnell checken, wie das aussieht, wenn ich mehrere Propital zum Beispiel hinschmeiße. Also, wenn ich jetzt nur meinen Rucksack mit einem Propital hinschmeiße, dann passiert gar nichts. Also, eine Spritze darf ich ja, das haben wir gewusst. Das heißt, die ist auch noch da. Wenn ich jetzt zwei hinwerfen möchte, dann kommt wieder die Meldung. Wir ignorieren sie, schmeißen unseren Rucksack hin, schauen rein und eine ist verschwunden. Was passiert jetzt, wenn ich mehrere hintereinander hinwerfen möchte? Also sagen wir mal, ich schmeiße eine hin. Die liegt noch da. Wenn ich jetzt noch eine hinschmeißen möchte, dann wäre sie weg. Jetzt habe ich aber schon eine, was ich hingeschmissen habe, sie aber wieder aufgenommen. Okay. Okay, er zählt tatsächlich mit. Also ich könnte nicht mehrere einfach hintereinander einzeln hinschmeißen. Das funktioniert auch nicht. Sobald eine liegt, dann wird die nächste discarded. Wenn ich sie aufgenommen habe und wieder hinschmeiße, funktioniert es. Aber mit einem weiteren nicht. Dann wäre die Frage auch beantwortet. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es schade, dass man noch keinen Weg gefunden hat, das Ganze
Problem anzugehen, ohne damit auch andere Spieler so ein bisschen zu ärgern, weil es wird sicherlich viele geben, die sich von Kollegen unterstützen lassen in Tarkov, weil Tarkov einfach ein schweres Spiel ist. Und das wird ja gerne mal als Boosting bezeichnet, also sich gegenseitig hochboosten, indem man sich Items gegenseitig hinwirft, die man für irgendwas braucht, für eine Mission oder für ein Hideout oder für sonst irgendwas. Ich finde gerade solche Zusammenspielgeschichten, also dass ich meinem Kollegen solche Items hinwerfe, das sollte schon möglich sein, fördert auch irgendwie den Teamgedanken, aber ist natürlich in heutigen Zeiten in so einer Community dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Also gerade wenn du auf dem Discord-Server bist, wo mehrere tausend Tarkov-Spieler sind, dann ist es ziemlich einfach, sich gegenseitig da die Sachen hinzuwerfen. Sowas umgeht man damit natürlich auch, aber ob es notwendig ist, weiß ich nicht. Der wichtigste Punkt ist aber Real Money Trading und dass das eingedämmt werden muss. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Vielleicht habt ihr sogar eine Idee, wie man es anders hätte machen können. Ab in die Kommentare damit. Mir fällt leider im Moment keine gute Möglichkeit ein, aber da lasse ich mich von euch überraschen. Dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns heute Abend im Stream wieder. Denkt dran, ihr seid die Geilsten. Haut rein und tschüss.